Inwiefern, Jungs, damit man den einbackt oder was? Wir sind mal nebenbei wieder auf Empfang. Gehen jetzt Bienenkönige holen. Ach, und das Ende vom Lied ist, du kannst theoretisch mit vier, fünf Mann, die auf Rexen sicher sitzen, Alter, den Drachen einbacken und den dann so relativ platt machen, oder was? Ja, aber jetzt mal nebenbei, was den Schadenswert angeht und die ablaufende Zeit, ist das überhaupt im Rahmen dann, Okay, lol. Das ist ja eigentlich sogar ganz cool, das ist ja sogar. Jo. Hatten die das nicht gepatcht oder so, Alter? Gibt's mittlerweile jetzt einen neuen Trick wieder? Da unten ist ein Alpha-Raptor schnuckelig. Ach, ist das so, Alter? Ist ja lächerlich, ey. Gibt doch keinen Sinn, wofür brauchst du so High-Level-Sättel, Alter, wenn du die nicht mal nutzen kannst im Bossfight selbst, Idioten. Aber gut, warte mal gerade. Das lilane Ding, das holen wir uns mal doch noch gerade. Mittlerweile gibt es da ja die ein oder andere neue Überraschung drinne. Boah, ey, das Spiel ist so laggy wieder, Alter. Wird stellenweise dreimal hintereinander zurückgebeamt und so. Es kotzt tierisch an. Ja, natürlich. Ich bin gerade fleißig auf dem Weg, hier mir eine Bienenkönigin endlich zu beschaffen. Ey, das ist ja zum Beispiel eine geile Nummer. Ich habe gerade eine Lanze in so einem lilanen Drop entdeckt, Alter. Die habe ich auch noch nicht gesehen oder gehabt. Das ist ja cool. Die muss ich ja mal direkt anlegen. Geteilten Ding, was wir geteilt. Achso, das habe ich schon geliked, ne? Auf jeden Fall, Alter. Hättest aber auch direkt Teil 2 und 3 noch raushauen können, Alter. Aber okay, das ist trilogiemäßig. Da kommt jeden Sommer nur ein Film von, ne? Im nächsten Jahr dann der nächste. Ey, lustigerweise sehe ich da sogar gerade zwei Alpha-Raptoren, ey, die im Rudel jagen gehen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Was erwartest du, Alter? Ey, die haben doch schon den Schwanz damals direkt eingezogen und du hast nie wieder was von denen gehört, ey. Ich hätte ja noch ein bisschen mehr Rumgefluche oder Co. erwartet gehabt, auch in meine Richtung und so. Aber da kam ja nur von einem dieser komischen Polarwölfe so ein ganz theatralisches Warum? Ich hab damit nichts zu tun gehabt. Es waren diese ganzen anderen Psychopathen, ey, vor allem Aqua, ey. Das ist ein ganz komischer, ey. Wenn der erstmal Blut leckt, dann rottet der ganze Völker aus. Ich hab damit nichts zu tun gehabt. Lenny, was hast du denn? Schluckauf. Habt ihr den am Ende denn auch wirklich gekriegt, Alter? Oder hat Aqua euch über den Tisch gezogen, ne? Ja, habt ihr? Okay, lol. Ja, aber das ist auch das Mindeste, ey. Also das hat euch karmatechnisch erstmal die nächsten 10 Jahre gekostet. Zumindest rein virtuell, Jungs, ey. Aber passt schon. Ey, da hinten ist ein Piratenboot, sehe ich gerade bei euch. Das ist ja schnuckelig. Fährt das auch, Alter? Tatsache, ist ein Floß drunter. Arr, One Piece und so, Alter, läuft. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Du willst noch einen Bosskampf reißen, Aqua? Ich bin ja gleich sogar zufällig beim grünen Orb, ey, weil ich da eine Biene zähmen gehe. Ich kann da auch mal reinschauen. Ja, sagte Dingens auf jeden.
Und alles gut gelaufen mit deinen Biestern, ne? Hast du auch ein Jotu mitgenommen, Alter? Angriffsboost und alles drum und dran? Nee, nee. Ja. Aber das war ja eigentlich keine Überraschung, dass da kein Problem werden sollte. Sind die relativ an der Grenze? Ja, klar, aber mit 30.000. Meine Fresse, jetzt lande ich hier auch bei euch und dann lacht mich direkt so ein Tech-Repli, Entschuldigung, Transmitter an, Den hat's irgendwie nachgespawnt. Hört sich an, als wenn ich auf der Raumschiff Enterprise oder so ein Scheiß hier gerade gelandet bin. Nett. Hey, cool, so eine Trading-Plattform, Jungs. Ach so, hier seid ihr dann auch mit anderen Leuten am Traden. Ne? Können eigentlich andere Typen auf euren Tech-Transmitter zugreifen, die jetzt zum Beispiel ihre Dinosaurier an euch verkaufen wollen und dementsprechend auf unseren Server holen wollen? Ach so, das ist das Ding, dass sie den mittleren Drachen erst einmal besiegt haben müssen, ne? Euer pink-grüner Rex sieht einfach geil aus. Leck mich am Arsch. Läuft. Ihr habt auch ein bisschen rumgemalt, ey. Und jetzt ein oder andere Plant X platziert. Interessant. Ey, Ende vom Lied, ihr alten Survivor. Heute ist auch dieses Conan-Spiel rausgekommen, Alter. Hörst du da Interesse oder völlig egal? Was war denn das gerade, Alter? Echt? Hat da jemand gerade das Ding gestartet oder was? Interessant. Das ist ja geil. Das habe ich noch nie gesehen. Das muss auch recht neu sein. Oder eher gesagt, gehört. Jungs, habt ihr ein paar Blümchen für mich? Was ist denn das? Eine Tech-Fackel? Oder wie, Alter? Oder was habt ihr da reingestopft? Nee, Standfackel? Anglergel? Interessant, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, keine Ahnung, vom Weiten hat das einfach nur blau geleuchtet, Alter. Und mittlerweile gibt's auch alles in Tech-Montur, Crazy, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ist hier irgendeine Überraschung? Seid ihr überhaupt zu Hause, Jungs, Alter? So ruhig hier bei euch an der Base. Ah, okay. Ey, diese neuen Pelikane gehen mir ja schwer auf den Keks, Alter, ne? Meine verfickte Fresse. Ah. Ey, das ist ja Hammer, wie aggro die Wichser sind, Alter. Drei, vier Mal ist mir die ganze Basis durchgedreht, Alter. Bis jetzt alles auf passiv gestellt, bis auf den ein oder anderen Wachposten, ey. Ey, ganz komisches Volk. Jetzt bin ich auch gerade im Pelikan von euren Plant X-Pflanzen zerschossen. Ey, das ist ja mal richtig oldschool wieder. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Alter. Wir hatten früher ja alles zu mit den Dingern, Alter, in der mittleren. Ja, hier wird auch gerade so ein Dilo noch zerfickt. Von den echt ohne Scheiß den kleinen Drecksdieben oder was? Das ist ja lächerlich. Ja, die haben mir einen Stego mal zerbissen, aber das wiegt ja nicht allzu schwer, er wieder in so ein Monster. Aber läuft. Victor überträgt Killer is dead. Interessant. Ey, Victor, du Drecksau, du bist ja Killer is Dead am Übertragen, Alter. Heißt, du bist auch online, ey. Lass dich mal später in GTA blicken und wir gehen Heist starten, du Sau, ey.
Ist unter aller Sau, Alter, sonst kommt gleich wieder Marcel seine Mutter an und muss uns mal hier die Leviten lesen. Ah, so, okay, Alter. Versnobtes Volk. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja hier bei den Fakten bleiben, ne? Wer das versnobte Pack ist. Habt ihr da auch kleine heranwachsende Jotus stehen? Gar nicht. Ey, sind die so klein? Ich hatte die irgendwie größer in Erinnerung. Komisch. Es liegt wahrscheinlich an dem ganzen Gigapack, was ich da gerade vor der Tür gesehen habe. Ey, ihr habt ganz schön aufgeräumt, Jungs, hier in der Basis. Wo ist denn das ganze Kleinzeug hin? Wahnsinn, ey. Ey, geil, die kleinen kletternden Echsen hier mit blauem Bauch. Hat was. Und hier immer noch der Deutschland-Terizino. Und hier auch den Tech-Transmitter im Wasser. Sehr stylo, wie es sich gehört. Da kann man handeln bis zum Umkippen mit da. Aqua. Warst du nicht vorhin noch nackt? Coolio, Mikey, du musst nicht so. Also ich wollte nur eine Biene zähmen, aber ich danke dir. Habt ihr die frisst auch nur seltene Blumen oder was, das Mistding? Eklig, ey. Okay, dann versuche jetzt mal mein Glück. Er kann ja nur im absoluten Chaos enden. Damn it, jetzt wo ich eure blauen Gigas sehe, denke ich an meine drei toten Zwillinge. Rest in peace. Tick, Trick und Track. Dum, dum, dum. Was macht ihr? Wuselt ihr gerade am grünen Orb rum, eh? Da komme ich jetzt hin und suche einen Bienenstopp. Ach, Lava, ey, da hätte ich ja auch gerne mitgemacht, ey. Ist sie leer? Zufällig? Nee, ne? Egal. Ja, auf jeden, Alter, ich hatte eh Bock, mal Arc zu deinstallieren. Ja, Aqua, du hast aber auch schon wieder zu tief ins Glas geschaut, ne? Keine Macht den Drogen. Ich würde nicht mal gegen irgend so eine B-Movie-Tribe, glaube ich, einen Krieg starten. Ich habe einmal diesen PvP-Scheiß mitgemacht. Das birgt einfach viel zu viele Dinger mit sich, Alter, für die du überhaupt nicht vorbereitet bist im PvE. Vor allem, was du da mit Kleinscheiß an Stress verursachen kannst. Kannst du mal landen, mein Süßer, ey? Läuft. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Ich sehe da schon wieder so komische bunte Tapas, ey, wie sie unzählig bei Zeki rumfliegen. Wo ist denn der grüne Ohr? Da vorne, wir sind ein bisschen ab vom Weg gekommen. Da hat wohl jemand seine T-Rexe angemalt. Ey, das ist, glaube ich, keine natürliche Farbe. Nee, nee. Hat er wenigstens irgendwo, Alter, ein paar Schatten gesetzt, Alter? Oder einfach knallblau? Weil wenn du es geschickt anstellst, Alter, und der neue Da Vinci bist, kannst du sicher so einen Drachen passend anmalen. Relativ natürlich. Ich habe auch noch nie so ein Ding gesehen bis jetzt, Alter. Ich habe mich da ja noch nicht auf YouTube gespoilert, groß. Ich habe einen Feuergolem aus Versehen mal gesehen, aber sonst.
Gucken, wie schnell die sich hier wieder auf unserem Server einfinden, ne? Da wird Nick und Co. wahrscheinlich nicht lange dauern. Okay, läuft. Ich bin beim grünen Orb angekommen. Bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt hier ein Bienennest haben und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ey, hier ist voll die Mucke am Laufen gerade. Meine Fresse. Ach, Dino-Level. Wollen Sie die nicht löschen? Das ist ja eh Jacke wie Hose, das Level. Mal gucken, was hier so beim grünen Orb abgeht. Seid ihr schon fleißig am Rexe sortieren, ne? Ist doch sicher Aqua, der hier rumwuselt, ne? Ja, was ist denn das für eine strange Mucke, weiß der Geier, hier beim grünen Orb, ey? Und er ist Ahab. Scott Elite, interessant. Was macht der denn hier? Relativ, das ist auf jeden Fall eine ganz neue Mucke. Die habe ich noch nicht gehört, Alter. Wie in so einem 80er-Jahre Cyberpunk-Movie, Alter. Als wenn hier gleich der Blade Runner hingebeamt wird oder so. Ihr habt da auch so ein schnuckeliges kleines Häuschen stehen. So. Eigentlich müsste es hier immer ein Bienennest zu finden geben, aber heute kein Glück, sag. Ich habe aber auch kein Glück hier, kein beschissenes Wespennest hier oder was am grünen Orb kann doch nicht. Hier stehen noch irgendwelche verbackte Rexe in der Ecke, er läuft. Ich wandere hier gerade um den grünen Orb herum und suche Bienen. Wenn ihr einen Rex da stehen habt, warum nicht? Ja, wenn ihr schon den Luxus haben wollt, mich legendären Reiter, Alter, bei euch zu wissen, dann ja. Hunderte von Bossfights ich schon bestritten und 99 davon ich verreckt. Welch gute Bilanz. Mann, ey, könnt ihr mal den Nebel entfernen? Das ist doch zum Kotzen. Und wer hat hier eigentlich so eine komische Brücke errichtet? Das sehe ich ja zum ersten Mal, Alter. Interessant, kommt die von hier oben, von der Klippe? Ja, oh, ey. Ist auch hier interessant, Alter. Wie funktioniert denn der? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Tech-Teleporter. Scheiße, ey. Ist das Ding riesig, Mann. Das Ende vom Lied ist, der gehört aber anscheinend Dingels oder was. Da kann man auch drauf bauen oder Tech-Generator.
Ey, 39 beschissene Tage, Alter. Ey. Ein Tech-Geschützturm 19 Tage läuft. Gehört der Geschützturm und der Generator dazu, ey? Nehme ich an, ne? Oder haben die den da drauf gebaut? Okay, wie gesagt, dann kann man da anscheinend drauf bauen. Läuft. Ey, ach, das sind auch. Ja, ich sehe es gerade. Ich dachte, dieses Viereck komplett wäre das Ding. Aber nee, die haben ja nur dieses Kreis. Ding da drauf geballert. Ich verstehe. Heftig, wir hatten die Dinger dahinter uns errichtet. Die Tore, ist das auch Nick hier und so? Hat sich ja einiges wieder getan hier, Jungs, läuft. Tu das mal. Ist gleich, Digga. Tatsache, Nick nicken, ja, alles hier. Endlich ist der Nebel auch fort. Das ist auch alles Nick hier, Alter. Dreist hat er sich erstmal hier so einen Ausguck gebaut, Alter, ey. Wie der Welteroberer höchstpersönlich. Muhahaha. Das babyblaue Tektor sieht auch zum Verlieben aus. Wichser, ey. Schnuggelig. Titan, das ist schön, Jean-Claude. John Oid, auch. Läuft schon wieder ein bisschen an Franzosen dazu gewonnen. Gibt's hier denn jetzt ohne Scheiß nicht ein beschissenes Wespennest am Orb zu finden? Das ist natürlich schon mies. Ja, absolut. Jetzt ich auch gerade wieder zurückgeworfen, ey. Oh, bei BOW läuft ein Titan rum, läuft. Jetzt muss ich echt in Redwood ausweichen wegen der beschissenen Bienen oder was. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ist mir viel zu gefährlich, ja. Muss ich das Ding ja doch nochmal abbrechen. Welch wunderschöner Tapper davon fliegt. Gehst du da jetzt mit einem Tapper einmarschieren oder was, Aqua? Nee, Zwischenstopp-Basis, ne? Ja. Ey, das gucke ich mir, glaube ich, an. Warum nicht? Vielleicht finde ich auf dem Weg, Alter, noch eine Biene, die ich zähmen kann. Das war wohl nichts. Ey, das ist wie beim Milliardär, der Blick in die Garage. Im Auto fahren wir raus. Komme ich doch direkt mal vorbeischauen hier bei deiner Giga Army. Oh Gott, ich kann's nicht leiden. Du drückst auch 20 Mal einen Knopf, er reagiert 10 Sekunden später, dann ist der Drache irgendwie 20 Mal am Auf- und Abspringen. Ey, das ist so. Oh, leck mich arg, echt. Komm, setz deinen Arsch auf den Boden, mein Süßer. Cool, jetzt habe ich mich in Aquas Giga reingebackt, ey. Wolltest du den blauen hier hinten in der Mitte vielleicht nehmen? Ich glaube, der braucht mal wieder ein bisschen Action, ey. Ja, das habe ich auch schon bei Dingens geschafft. Bei Carp. Mann, sieht der alte Tech-Giga doch schnuckelig aus, ey.
Was muss man dafür eigentlich tun, um den Skin an den Start zu kriegen, eh? Aqua, lass mich doch nicht zurück, du Schwein! Ich möchte doch als Zaungast dir über die Schulter schauen. Gibt's da einen anderen Boss als hier auf der Insel? Nee, ne. Alter, jetzt auf einmal hat's geklappt. Guck mal, jetzt habe ich mich in den nächsten Giga reingebackt. Alles cool. Komm, auf zum roten Orb. Lass Titans töten. Was machst du denn da noch so lange? Meine Fresse. Ja. Okay, Spannung steigt. Da unten läuft irgendwas Großes rum. Lässt jetzt einen ins Headset fahren? Alter! Dum dum! Ey, warum verunstaltest du ihn denn, Alter, mit hässlichen Metallo-Skin, Alter? Dafür hast du doch genug blaue stehen, Alter, die du damit einkleiden kannst, Mensch. Damit dir die ganzen Bitches nicht hinterherlaufen und auf die Karosserie sabbern oder was? Sabulieren uns durch den prähistorischen Wald. Gleich stürzt das Scheißspiel auch, glaube ich, wieder ab. Apropos, ich könnte ja mal die Gunst der Stunde nutzen. Auch ein bisschen Fleisch hier sammeln. Das war ja eh mal meine Intention. Ey, so riesig dieser verfickte Giga von dir ist, so schnell verliere ich ihn hier im Wald. Ich sehe hier nirgendwo mehr einen Aquawuseln. Alter Schwede, ich habe wieder irgendwas, Alter, angekaut. Uiuiuiui. Mich verfolgt schon wieder der halbe Sumpf. Alles cool, du bist weg. Ich flieg schon mal zum roten Orb vor. Ende vom Lied ist und guck mal, ob ich hier vielleicht einen Bienenstock sehe, der mir gefällt. Komm, lad die Ausdauer auf, mein Süßer. Was ist denn hier errichtet worden im Sumpf? Meine Fresse. Da laufen auch pinke und blaue Rechse gerade vorher herum. Was ist denn hier los? Wer ist das? Ach, das bist du, ne? Hammer, dein scheiß Giga sah gerade so monumental riesig aus, dass ich schon dachte, das wären Rudel Rechse, die da durch den Wald marschieren. Aber wer hat denn dieses komische Konstrukt hier in den Sumpf geknallt? Kenne ich noch gar nicht. Ist das irgendeine neue Triumph? Okay, schauen wir uns mal den Titan an. Das Ja, ich bin ein kleiner blitzender Speer. Und der will schon wieder seinen Arsch nicht auf den Boden setzen, ey. Ey, was ist denn los, Spiel? Ohne Scheiß, Alter. Meine verfickte Fresse. Leck mich. Ich weiß, jegliche Kritik an deinem liebsten Spiel wird in der Luft zerrissen. Es ist scheiße. Es ist ein buggiger Haufen Müll. Dass ich leider Millionen von Stunden meiner Zeit investiert habe. Weiß der Geier warum. Wie wir alle.
Düp. Hast aber noch einen echt weiten Weg, ey. Ich guck grad. Ist noch ein bisschen. Ich sag ja. Ist noch echt weit für dich. Keine Ahnung, ich brauche auch noch einen Meter und das selbst mit einem Drachen, Alter. Mal auf, dass dann nix neuer Plan wahrscheinlich. Ey, der wird irgendwo so einen Teleporterkreis errichten, wo der dann Millionen von Teleporter hat und die führen überall an irgendwelche Punkte der Insel. Ey. Und dann ist ja der Gott von 260. Ey, was brauchst du wohl für so einen scheiß Teleporter mal nebenbei, Alter? Ein Element und Co. Ey. Sicher 5, 6.000 Metall, 100 Element. Ja, absolut, Alter. Ich frag mich auch, wann der Tag mal bei ihm, vielleicht auch mal bei euch oder sonst wann kommt, wo sich irgendwann mal Langeweile einstellt. Naja, den Teleporter zu bauen. Das ist für ihn doch mittlerweile Jacke wie Hose. Der haut doch einen Boss-Battle nach dem anderen durch. Das kostet den doch nicht mal mehr was. Musst du eigentlich bei Benutzung des Generators Element dafür auf den Kopf hauen? Wahrscheinlich, ne? Oder funktioniert der einfach so? Hm. Dass der zu einem Splitter wird, oder wie, ey? Ah, interessant, okay. Das ist dann sozusagen das elementare Benzin oder was, ey? Ich bin gerade am Lucken und ich habe ihn in diesem Augenblick nicht entdeckt. Ist nur ein scheiß Brontosaurier. Naja, Bows Basis habe ich gefunden, aber einen Titan sehe ich hier gerade noch nicht rumwandern. Ja, klar, alles cool. Wir kennen doch die scheiß Franzosen. Mann, was sie hier schon wieder für einen Verteidigungsgürtel am Start haben. Ich glaube, der verkackte Jean-Claude Van Damme hat uns verarscht. Aber warte, wusel mal noch ein bisschen, ey. Die Gegend ist groß. Was sie hier alles gebaut haben, er schlägt ja schon wieder die Hände über den Kopf zusammen. Da kannst du fünf Tribes, Alter, mit versorgen. Ich überlege gerade. Oh, ich habe einen Titan entdeckt, Alter. Der ist mittlerweile ein bisschen ab von der Base in Richtung Süden gewandert. Aber der hat sich hier schön eingebackt. Also wenn du hier schon auf dem Weg bist, gehen dir holen, Baby. Siehst du den weißen Strahl in den Himmel schießen? Da ist er genau neben, ey. So. Ich chill hier mal meine Basis. Und hab jetzt einen verfickten Lightning-Drachen am Start. Damit werde ich den auch mal ein bisschen anschießen, ey. Bringe ich jetzt wahrscheinlich um mein neues Ding. Muss mal gucken, Alter, was der so für eine Reichweite hat. Ich habe ja überhaupt gar keinen Plan, was der so kann. Meine Fresse, das ist aber schon echt Stylo, ey. Ey, hammergeile Nummer, ey. Für was habe ich den nochmal von Craig gekriegt? Aqua? Oder. Ja, auf jeden 5 Behemoth-Steintor-Sets, Alter. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Lass mich nicht lügen, 183, 12.000 Energie, 384 Nahkampfschaden. Kann man nicht meckern für den Preis. Ey. Oh, lass mich nicht lügen. 676, absolut nicht die Welt, ey. Der hat sich auch hier in so eine Basis reingebackt, Alter, ey. Also der Titan hier, es sind die, die nach dem Buff-Alter nicht mehr gelevelt wurden dann, oder was? 675 war der Standardwert, oder? The Deck.
Also The Deck of Spades hat jetzt einen Titan bei sich in der Base stehen, läuft bei denen. Ja. Hast du nichts für wiedergekriegt, Alter, ne? Ja, lächerlich, ey. Bei den Quetzen haben sie das, glaube ich, wenigstens 1:1 zurückgegeben, die Wichser, ey. Da hatte ich, na. Also bei den Quets hatte ich stellenweise 32 Levels gehabt, Alter. Hallo Lenny, du alten Terroristen. So. Ende vom Lied ist. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt mal auf den Kopf hier spucken soll, aber ich mach mal gerade. Treffe ich den von hier oben? Tatsache, geiler Scheiß. Okay, läuft. Was meinst Bo, die Affen, Alter, ne? Ist ja lächerlich, ey. Dann bist ja mittlerweile jetzt fast da, aber, ne? Läuft. Mach ich dem überhaupt Schaden, Alter? Tatsache, ey. Ich baller dem hier auf die Birne, den scheint das nicht zu interessieren, ey. Da hinten kommt dann wahrscheinlich jetzt so langsam Godzilla angelaufen. Tatsache, sieht gut aus, Aqua, das Monster. Und wieder hier in der Nacht am Leuchten, ey, wie so ein Fast and the Furious Car, ey. Das ist dann das Äquivalent in der Steinzeit dazu, ne? Zum fetten Humvee. Oh yeah. Ruhig dich mal da unten. Ich konnte ihm so schön auf den Kopf hier spucken, ey. Aber ich kriege hier oben eh keinen Schaden, ey. Läuft. Da kann der stampfen, so viel der will, ey. Lassen Titan eigentlich nichts Besonderes irgendwie fallen, Alter, ey? Wie irgendwelche Mosasaurier-Feuerwerkskins und. Weiß der Geier nicht. Ist doch ein verfickter Titan, ist ganz schön geizig, arg, ey. Ja, das auf jeden Fall, ne? Aber ich dachte zumindest mal so ein Skin-Ding, Alter, wie ein Triceratops-Kopf oder so, könnten sie ja mal springen lassen, weil ich habe nie da was bekommen. Ach, ohne Scheiß, da hast du den weggekriegt gehabt, oder was? Ah. Den schraffierten Porno-Skin, ey. Das machst du großartig, Aqua. Ich glaub an dich. Linkse, rechte. Kurz mal im Kreis gedreht. Schnell wie eine Biene, geschmeidig wie ein Schmetterling und so, ey. Ja, ich dreh grad einen Joint zu, Entschuldigung, ey. Deswegen sag ich ja, mach mal, du schaffst das schon. Ich glaub an dich. Warte, ich hau mal gerade meine Ausdauer runter. Guck, das Karma hat mich jetzt auch erstmal einmal richtig das Ding hier kaputt machen lassen mit dem bescheuerten Funkding von meinem Headset. Ey, das fand der Jay jetzt nicht so prickelnd. Alles tut die, den rette ich noch hier. Und dann rette ich dich. Wo will der hin, das Schwein, Alter? Das sehe ich aber überhaupt nicht ein. Ich habe hier so gut gesessen oben, ey. Eieiei, Alter, was eine Beleuchtung. Ist er schon am Bluten ein bisschen oder ist das einfach nur seine roten Flecken, die ich da schon gesehen habe? Aber der hat irgendwie ein bisschen mehr bekommen, wenn ich mich nicht irre. Alter, der marschiert jetzt in irgendeine Base hier ein, relativ. Wer ist denn das, Alter? Scheint nicht sehr groß zu sein. Ja, aber nützt ja nichts mehr mit 10 Minuten Offline-Raid-Schutz und Titans, die keine Strukturen kaputt machen. Er ist ja alles Kacke jetzt. Das gehört hier auch zu Bow. Nein, schon lange nicht mehr. Er schon damals, als Rook Squirtle den bei mir reingekaltet hat, nicht. Da sind ein paar Dilos kaputt gegangen, aber der hat nicht eine Holzwand irgendeinen Schaden genommen oder so.
Das läuft hier. Ich kann mich nicht beklagen. Ey, der scheiß Regen, Alter. So gut er stellenweise aussieht, so asozial ist es jetzt gerade irgendwie von der Optik einfach auch. Ich sehe nur weiße Streifen auf dem Bildschirm, ey. Das sieht doch nicht mehr schön aus. Was ist mit dir jetzt los, Aqua? Jetzt bist du am Chillen. Bist beleidigt, dass ich da vorher nicht drauf gespuckt habe oder was? Stehst ja immer noch in der Base. Ich werde von irgendwas hier angegriffen und ich sehe einfach nichts, ey, weil der ganze Bildschirm mit beschissenem Regen zu ist, Alter. Arg, ey, manchmal. Und hier läuft ja nur ein riesiges, monströses. Ey, das ist ein Tirizino auch noch läuft. Das hätte echt schief gehen können, Alter. Ich weiß ja nicht, ob die einen immer noch vom Drachen runterwerfen, wenn die irgendwie eine gewissen Anzahl von Schaden gemacht. Die Terezinos. Ja, mich haben sie früher schon da zumindest runtergeworfen. Also wenn sie da nichts dran geändert haben, ist das wohl immer noch so. Alten Drecksäcke. So, jetzt habe ich hier einen Arsch voll rarer Blumen, einen Titan vor der Nase und keine Bienen am Start. Und Zinder, ey! Aqua, du solltest mal aufwachen. Da kommt ein riesiger Titan auf dich zu, Mann. Ey, ist der aus dem Spiel geflogen oder so, Sufo, Alter? Hallihallöchen, Zinder. Ey, ist ja richtig ungesund, Alter. Ey, der Titan tritt da gerade auf sein Giga rum. Das sieht echt nicht gesund aus für seinen Beast. Nee, das auf jeden Fall nicht. Jetzt lässt er auch von ihm ab, Gott sei Dank. Aber Aqua bewegt sich nicht ein Stück, ne? Mit seinem. Oh, du bist ja auch eine gehässige Sau, du. Ist das Karma-Sufo, ne? Wobei etwas nachgeholfen. Zinder, hast du schon ein paar Leute für einen Heist aufgetrieben, ey? Oder müssen wir die Banken hier alleine rauben? Ich wollte Victor eigentlich, ey. Der ist am Killer Step zocken, Alter. Der ist doch auch so ein alter GTA-Suchti, ey. Guck mal, dass ich den gleich. Nicht einmal Lust auf Trails, oder was? Ist das so? Naja, dass du dem schon nie ganz gut vor dem Kopf gucken konntest, das wussten wir ja eh. Hattet ja immer eure. Nein, warum bist du da eigentlich am Rumstehen, während der auf deinen wunderhübschen Giga am Eintrampeln ist, Aqua, eh? Ist ja heavy. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin wie bekloppt, Alter, auf dem Ding einmarschiert, aber dann ist er irgendwann abgehauen von dir und hat keine Lust mehr gehabt oder so. Ja, das mache ich jetzt auch gleich mal an. Irgendwie ist meine Bienenzähmerei hier gerade nicht so erfolgreich. Ich finde keine Bienen. Aber gut. Bin ich schon bei. Der ist gerade auf der Jagd nach Bo, Alter. Also ich setze mich gerade bei denen in der Base und der ist da jetzt fleißig am der Mauer am rumkratzen. Ey, der ist auch so gut wie tot. Du hast den echt gut kassiert, Alter. Aber. Ja, absolut, aber irgendwie. Alter Schwede, der ist jetzt so gut wie platt, Alter. Komm schon, Baby. Oh, jetzt wird's aber auch ein bisschen filmig hier. Meine Ausdauer geht steil nach unten. Da muss ich echt mit aufpassen. Das kotzt mich ja so an, ey. War die Welt nicht schön vor dem. Potenzielle. Oh, siehst du? Ja, genau. Wir wollten gleich mal eine Bank überfallen oder so, erste. Zeit und lustiger. Relativ, ja. Wir sind auf jeden Fall Level 113 und so. Wir müssen uns da mal wieder ein bisschen einschießen, aber wird schon schief gehen, Digga, Alter.
Die letzten Noobs sind wir jetzt auf jeden Fall nicht. Ende vom Lied ist 2, 3 Stunden Zeit, müssen wir da auf jeden Fall mitnehmen, glaube ich, ne? Minimum, okay, läuft, läuft. Ja, absolut. Oh mein Gott, der Hurensohn von Titan sitzt mir im Rücken, ey, oh fuck, Entschuldigung. Hammer, ey. Das Ende vom Lied ist, Jungs, ist das eigentlich so, dass man den Scheiß direkt hintereinander machen muss oder kann man in einen Abend die ganzen Vorbereitungsdinger machen und okay. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, nur im Zweifelsfall, ne? Ja, genau. Ey, der ist so blutig, der muss jetzt nochmal down gehen. Verfickt noch eins, ey. Aqua, bist du mittlerweile wieder auf dem Server gelandet, Alter? Was geht? Hast du Tobi noch angespitzt gekriegt, ey? Nee, ne? Okay, das ist eine Ansage, ey. Der kommt eher mit Tastatur und Maus klar, ne? Tobi kommt so langsam in der Jahre, der läuft. Aqua, dein Giga steht da immer noch rum, Tatsache. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich muss hier echt mit Dingen ins Haus halten. Läuft bei euch, Digga. Weib, fass den Lego-Streifenwagen nicht an. Ja. Ey, das ist ein Sakrileg hier. Aqua, bist du mittlerweile wieder in Bewegung, mein Lieber? Echt ohne Scheiß, ey, was ein Rotz. Tachchen, Mikey. Alter, was die den roten Orb auch mittlerweile hier zugebaut haben. Der komplette Rand ist voll mit Gebäuden, Rexen und weiß der Geier nicht alles, ey. Übrigens sind wir jetzt auch mittlerweile beim roten Orb angekommen mit den Titan. Falls du irgendwann mit deinem Giga da rauskommen solltest, Aqua. Okay, läuft. Ich hab den jetzt auch so gut wie am Ende. Soll ich den mal ein bisschen zu dir rüber locken, Alter? Dann kannst du da gerade auch noch ein bisschen mit drauf beien. Achso, Fifi, Alter, ist Ark-Fraktion, absolut. Aqua dreht sich fröhlich da im Kreise, was den Zaun angeht. Läuft, ey. Komm, das muss ich mir mal hier oben von meinem Thron anschauen. Ach, das ist schon wieder irgend so ein Scheiß wie vorhin, als mein Drache in dem Kopf deines Gigas gesteckt hat, Alter. Das ist Ark at its best, ey. Ja, auf jeden Fall. Bei Ark immer doch. Hassliebe par excellence, eh?
Ist das so, hast du die Stunde Preview, Alter, dir gegönnt oder ist damals sogar gekauft und dann liegen gelassen, Mörder? Ah, okay, das Sharing und so, ne? Ey, Ende vom Lied ist, heute ist auch Conan rausgekommen. Das habe ich schon runtergeladen. Das kann man ja auch wieder eine Stunde kostenlos zocken. Ey, da bin ich ja auch mal gespannt, ob das nicht mal was kann. Meint er nicht hier Sufo und Co., ey, das könnte mal wieder bisschen arg zur Seite packen, aber da gibt es keine Dinosaurier, das ist scheiße, ne? Aber dafür monumentale, riesige Götter. Ey, Conan ist im Endeffekt dasselbe, nur im Mittelalter mit geilen, dickbrüstigen Sklaven und so. Ey, und eben ohne Dinos, leider. Okay, lol. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Sakrileg, Ketzer, tötet ihn. Ich hab schon verstanden, ey. Es war ein Versuch wert, ey. Bitte? Ja, ich versuche ja mein Bestes, ey. Der Typ ist doch schon aus allen Ecken und Enden am Bluten. Der muss doch jetzt mal umfallen. Das Behinderte, ich kann zweimal Blitz machen und dann darf ich wieder landen, um meine Ausdauer aufzuladen. Das ist so abgefuckt und nervig. Ja, auf jeden, Alter. Jeden Japsen würde das in den Wahnsinn treiben, Alter. Ah, ich will ein schönes Foto von dem hier machen, ey. Oh Gott, jetzt hämmert der auch auf mich ein, das Schwein, Alter. Das ist ungesund. Friss das, du Schwein! Guck ihn dir doch an, ey. Was für ein Rotton er mittlerweile hat, Giga. Ja, ich zock das auch schon seit Day One eigentlich, Alter. Aber mittlerweile hat das hier ganz schön nachgelegt, du, ey. Ist mit Sicherheit nochmal das Dreifache an neuen Dinos gekriegt. Oh, Aqua, du aber. Digga, bist schon mal vom Dingens runtergesprungen? Genau, stell den doch mal auf Folgen und versuch den in jede Richtung zu dirigieren. Ach, ist doch zum Kotzen, ey. Wo ist denn jetzt der Titan hin? Ja. Ey, mach jetzt noch dieses riesige Monster hier platt und dann gehen wir zu GTA rüber. Aber der muss jetzt erstmal platt werden, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Was bist du denn für ein hartnäckiger Haufen Scheiße, erzähl? Nein, ich habe leider nirgendwo einen Bienenstock gefunden. Ey. Ich habe das ganze grüne Ding abgesucht. Und ich hatte echt keinen Bock, jetzt in den Redwood abzumarschieren, wo ich mich dann noch mit Bären und weiß der Geier nicht alles rumschlagen muss. Ey. Deswegen habe ich das Projekt erstmal auf Eis gelegt und wollte Aqua eigentlich beim Titan töten zugucken. Oh, ey, ich hab so ein Schwein, Alter. Ich hab schon wieder nicht auf meine Nahrung geachtet, bin gerade ohnmächtig geworden und das. Eine Sekunde, nachdem ich beim roten Orb gelandet bin für eine Verschnaufpause. Wäre mir das über einen verfickten Titan passiert, ja, holla die Waldfee. Das wäre nicht gesund geendet. So, da müssen wir uns doch mal ein paar Zitronen reinziehen. Gibt's doch nicht hier. Der ist nur zu faul, sich Fleisch zu fangen. Ey. Früher habe ich immer mich verhungern lassen, Alter. Ey. Oder mich gleich umgebracht, wenn wieder der Magen geknurrt hat. Ey. Viel zu stressig. Schlimmstes Übel, dann ganz arg essen. Ey. Ist schlimmer als jede Titanbohr. Es ändert sich nicht viel hier, Alter. Titan. Will immer noch nicht umkippen. Aqua klemmt immer noch im Zaun fest. Oh ja. Ich kenn das, Alter. Und vor allem dein neues Schmuckstück noch, ne? Wie sollst du den da jetzt schon wieder wegkriegen? Stell den mal auf Wandern. Ohne Scheiß, ey. Ey, wo will denn jetzt das Monster hier schon wieder hin?
Das zieht sich hier alles schon wieder. Ey, ich will doch nur den beschissenen Titan hier zur Hölle schicken, Mensch. Ist doch nicht zu viel verlangen. Oh, da klingelt's auch schon. Ist mein Handy wieder aus? Nee, ey. Fuck, Mann! Die haben hier auch alle ein Timing. Ich hab keine Zeit. Geht, lasst mich. Ich will nicht an die Tür. Ich muss das Ding hier umbringen. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich chill mich jetzt neben dich, Alter. Aqua, da muss ich mal kurz. Hier zur Tür. Ich komme ja, verfickte Scheiße! Wir leben hier in einer beschissenen virtuellen Welt, in der Drachen sterben können, ja? Das muss man respektieren. Ich komme. Und hoffentlich jetzt nicht allzu viel Gewusel. Bei GTA oder was? Hast du da schon so eine kriminelle Organisation errichtet und so Murdoch oder wie? Das ist cool, ey. Ja, Aqua. Ach so, du hast Angst, dass der gleich auf dein Dingens einmarschiert. Das Ende vom Lied ist, ich muss ihn ja auch, aber es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich kriege gerade Besuch, ich kriege das Kotzen. Hallo, was geht bei dir, Digga? Ich muss schon wieder Riesensaurier zur Hölle schicken, ey. Hä? Oh, nicht ins Wasser! Gott, ey, kleines Gut, ey, das ist das größte Vieh, was jemals auf Menschenerden gewandelt ist, ey. Warte kurz. Bestimme ich das?
Hallo, hallo, hallo. Ich habe dieses monströse Supervieh endlich umgebracht. Ey, geil. Scheiße, Entschuldigung. Aber ich esse es jetzt und kriege nichts dadurch, oder was? Okay, alles klar. Er lässt ja nicht mal einen Rucksack mit irgendeinem bescheuerten Armbrust oder so fallen, Jungs. Also, ich dachte schon, was Hammer, für eine Digga. Rucksack Achso, meinst entschuldige. Hause. Ey, Hammer, ich bring schon Alpha-Raptor um und krieg irgendeinen coolen Scheiß und dann fick ich so ein Titan-Ding hier weg und krieg gar nichts dafür. Ich bin etwas enttäuscht. Hammer. Aber obwohl, hier liegt ein Rucksack zumindest. Den gucke ich mir jetzt mal an, ey. Ein Sauropodenknochen lächerlich. Okay, ab in die Heimat. Ey, Hammer, Jungs, ich bin aber direkt im Level aufgestiegen, ey, Hammer. Ich bin jetzt Level 94, steil. Aqua, bist jetzt dein Giga am Safen? Sprich mit Wandern hat auch nicht funktioniert. Zum Kotzen, ey. Ich wünsche euch zwei Süßen dann noch viel Spaß hier in der Pampa. Ich muss jetzt mal nach Hause. Ey, seltene Blumen kann ich in den Kühlschrank packen. Da bleiben die etwas länger dann auch am Leben und so, ja, ne? Ist das Jacke wie Hose oder was? Okay. Also ich bin jetzt fertig hier, Jungs, Alter. Ich fliege jetzt gerade nach Hause, park den Drachen, Alter, und dann habe ich in 10 Minuten relativ GTA an. Ja, absolut, ey. Bei was? Kann man da jetzt eigene Server aufmachen, Alter, oder was? Das verstehe ich nicht. Das muss ich mir gleich auch nochmal genauer anhören, läuft. Oh, da ist mir gerade die Ausdauer ausgegangen. Alter, was frisst mich da jetzt schon wieder an? So, was? Okay, ich bin zu Hause gelandet. Läuft. Ja, interessant. Irgendwas Spektakuläres, wo Autos fliegen, man Flachs ans schnallt und so weiter und so fort. Ey, mittlerweile gibt es da ja echt krasse Dinger, Alter. Es ist relativ. Ich habe letztens die stinknormalen Missionen gestartet, Alter, die man so vom früher kennt, mit dem komischen Spanier da etc. pp. Weißt du, was ich meine? Und da hast du dann einfach ein Auto vor die Füße gestellt gekriegt. Da musstest du so eine Flak, Alter, dran andocken, ey. Und dann hast du erstmal fett den Himmel von Los Santos, Alter, in Schutt und Asche gelegt, ey. Das war schon steiler Scheiß, ey. Ach, interessant. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja.
So. Ey, mal nebenbei, ich bin dann jetzt auch fertig mit Ark, Alter. Und wünsche auch, glaube ich, meinen lieben Arkan dann soweit jetzt erstmal eine schnieke Abend noch, bevor wir euch jetzt hier weiter mit GTA zuquatschen, ey. Würde ich sagen, machen wir dann auch mal eine neue Party auf, oder nicht, Jungs? Dementsprechend mal jetzt auch mal GTA an. Aqua, Mikey, Sufo, wer auch immer noch am Leben. Ich wünsche einen schnieken Abend soweit. Wir hören uns mal morgen wieder oder so. Wenn ich dann endlich mal auf die Suche nach meiner Bienenkönigin gehe. Dö, 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 dö. Aber ja, ich gehe raus, ihr lad euch ein. Zinder, dich und Murdoch wird dann von Zinder eingeladen. Ne? Ich pack dich auch mal in meine Freundesliste. Ich glaube, das ist nicht verkehrt hier. Fifi und Co., haut da rein. So. Dementsprechend natürlich auch jetzt kurz mal hier wünsche ich noch einen wunderschönen guten Abend, ihr Süßen. Sind dann erstmal raus, was Ark angeht und starten jetzt einen fetten Heist, Alter. Meine Fresse. Dementsprechend geht wahrscheinlich in 10 Minuten der Stream eh wieder on und ich habe gerade eine Einladung zur Party von dem Herrn Murdoch gekriegt, Alter. Mit dem wir gleich unter anderem diesen fantastischen Heist dann reißen werden. Läuft. Kann nur geil werden, von daher schaut weiter rein. Bis gleich, ihr Süßen.